war mir unruhig, dass er eben so gesagt hat, alleine, dass wir hier stehen, verändert sich auch was. Ich weiß es von vielen in Gesprächen, dass sich was verändert hat, seitdem wir hier angefangen haben, vor 25 Wochen. Ich habe auch nicht willentlich, sondern ganz einfach durch das, was man immer wieder hört, was man aufnimmt, durch sein Denken oder durch mein Denken, bin ich Vegetarier geworden. Und das ist halt einfach so, wenn man sich mit den Themen mal auseinandersetzt und man geht in den Laden, dann guckt man einfach anders auf alles das, was man dort präsentiert bekommt. Und wenn man sich nur umguckt, weil vielleicht wieder der Handyanbieter geschrieben hat, so, 2 Jahre sind um, ich glaube bei Vodafone jetzt schon mittlerweile jedes Jahr, kannst du dir wieder ein neues Handy aussuchen, dann kommen einem die Gedanken halt einfach, weil man sich mit der Thematik beschäftigt, wie viel Kinderblut hängt da wieder an diesem Handy. Und das ist einfach eine Bewusstseinsveränderung, die wir mitmachen. Und wenn wir uns mit Menschen unterhalten oder mit Menschen zusammenkommen, dann springt auch dieser Funke, springt dann auch über. Und auch wenn derjenige nicht sofort sagt, ja, klar, hast recht und ich komme jetzt mit montags und alles ist toll. Aber jeder, der was aufgenommen hat, das arbeitet auch im Unterbewusstsein weiter. Und das habe ich jetzt auch am Samstag so schön gehört. Wir haben ein riesiges Problem. Alle, die hier schon häufiger gestanden haben, wir haben ein riesiges Problem. Wir können einfach nicht wieder zurück. Wir können nicht wieder einschlafen. Das ist wirklich so. Und das hat mich so an die, da kam mir sofort der Film Matrix so in den Sinn. Ja, wir haben einfach mal den Kopf aus der Matrix rausgesteckt. Und wir wissen, dass es diese Matrix gibt. Und wir können da nicht wieder hin. Wir können da nicht einfach uns wieder zurückziehen und einfach sagen, ja, das war jetzt ein schöner Ausflug, jetzt wissen wir ein bisschen was. Und jetzt schlafen wir wieder schön ein und schlafen wieder weiter. Das geht nicht. Und das wird jedem Menschen so gehen, der sich wirklich intensiv mal mit dieser ganzen Thematik beschäftigt. Und so werden wir mehr und mehr. Und auch wenn wir noch nicht genügend Menschen sind, wir noch nicht wirklich diesen kritischen Punkt oder diese kritische Masse erreicht haben. Der Streik, der hat uns ja mal gezeigt, jetzt hier von der Bahn, mit wie wenig Menschen man ganz Deutschland lahmlegen kann. Ich glaube, das waren irgendwie 3.000, 4.000 Lokführer und so weiter und ganz Deutschland stand logistisch still. Und das ist einfach wichtig, dass wir wirklich bewusster mit den ganzen Sachen umgehen. Und habe also gehört, kommen also wohl demnächst noch ganz interessante Themen, auch mit Banken, dass man da eben halt auch schaut, zu welcher Bank geht man, spekuliert die Bank, einfach den Banker mal fragen, hallo, wie sieht's aus, Waffengeschäfte, Nahrungsmittelspekulationen, macht ihr das hier auch? Und wenn er sagt ja, dann sagt er, machen Sie mir mal die Kontokündigung hier, klar. Konto ist weg und ich gehe zu einer anderen Bank. Und glaub mal, wie blöd der Banker dann gucken wird. Aber der wird sich dann auch mal seine Gedanken machen. Vor allem macht er sich seine Gedanken, wenn der zweite oder dritte oder vierte oder fünfte dann mal kommt und genau die gleiche Frage stellt. Und nur so können wir was verändern. Wir können jetzt nicht losgehen und ich sag mal, unsere Besatzer hier alle in die Flucht schlagen. Das schaffen wir von heute auf morgen nicht. Aber wir können schon mal bei uns anfangen. Und wir können hier im Kleinen was ändern. Und ich bin sowieso der Meinung, dass wir es aus der Region heraus verändern müssen. Denn wir können uns vernetzen, wir können uns treffen, wir können hier Arbeitsgruppen machen, wir können Lösungsvorschläge machen. Das fand ich vom Ulrich total klasse. Ja, unser Marketing, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ich meine, vom Stand her haben wir schon ein schönes Marketing. Aber dass wir auch interessante Angebote machen. Weil das merke ich ja auch oft bei Gesprächen. Wenn man sich mit den Menschen unterhält, dann kommt oft die Frage, ja und jetzt? Und was sollen wir jetzt machen? Wir Menschen sind über Jahrzehnte zu Konsumenten erzogen worden. Und wir sind es halt einfach gewohnt, dass man uns die Lösung gleich vorsetzt. Ja, das ist eben halt die Marketingstrategie bei den ganzen großen Unternehmen. Es gibt einen Problemaufriss und dann gibt es die Lösung dazu. Und jetzt kaufen. Und das Schöne hier bei den Lösungen ist, jeder kann mitmachen. Jeder kann bei den Arbeitsgruppen mitmachen, jeder kann sagen, ich habe da eine total klasse Idee, lass uns da mal in der Richtung mal eine Arbeitsgruppe machen. Er kann dazukommen, wenn er keinen Bock mehr hat, bleibt er halt weg, geht zu einer anderen Arbeitsgruppe. Und das ist eben halt das Schöne, hier kann tatsächlich jeder Demokratie, sage ich jetzt mal, leben, hier in der Region. Und
Denn eine Demokratie haben wir hier in unserem Staat nicht, dass wir einmal in vier Jahren mal unsere Stimme abgeben und die dann man nicht davon ausgehen kann, dass nach der Wahl das gemacht wird, was vor der Wahl versprochen wird. Zumindest hat unsere Frau Bundeskanzlerin uns das gesagt. Das ist für mich keine Demokratie. Für mich ist eine Demokratie, was wir hier in der Region schaffen und dass wir das dann weiter nach außen tragen. Und alles, was gut ist, wird sich einfach nach außen weitertragen. Und ich denke mal, daran sollten wir halt einfach arbeiten. Deswegen nochmal die Einladung, wer mit den Arbeitsgruppen noch keinen Kontakt hatte, einfach im Internet. Wenn du laut schreist, geht's auch. Wir sind ja nicht so weit auseinander. Brauch nicht laut schreien. So geht's auch. Ja, die NSA ist überall. Im Geheimdienste. Batterie mal eben leer gesaugt. Satire. Ja, einfach, wie gesagt, im Internet mal schauen, mahnwache-braunschweig.de und dann einfach mal gucken, Mensch, wo habe ich Lust drauf, wo möchte ich gerne mitmachen und dann einfach mit den Menschen vernetzen und einfach tolle Sachen dann zusammen auf die Beine stellen. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Möglichkeit, das, was wir jetzt im Moment halt einfach tun können. Gab es sonst noch jemand, der gerne noch etwas loswerden wollte? Pass auf, wie machen wir das denn jetzt? Ich gebe dir mal